Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi 5 Paper Jam Bros. Featuring Crush 4589. Oh je, der arme Luigi musste sich im letzten Part durch den halben neuen Zwielichtforst kämpfen und an einer Schar Buhus vorbeikommen. Aber jetzt ist er wenigstens mit seinem Bruder wieder vereint und gemeinsam begeben wir uns nun auf die Suche nach Paper Mario. Dieser fehlt ja immer noch. Ah, okay. Diese Blöcke lassen Plattformen erscheinen. Aber die Frage ist, ob es hier noch Gegner gibt? Hey, wie komme ich denn wieder nach oben? Ach so, da. Hab ich übersehen. Ich meine, ich werde hoffentlich den Weg da wieder zurückgehen, denn es gibt ja noch einigen Stuff, den ich jetzt nur mit Paper Mario aufsammeln kann, an dem ich jetzt vorbeigelangt bin. Oh. Mario. Was? Ist da Papier Mario? Tatsächlich. Oder es ist nur wieder ein Fake. Von den Buhus kreiert. Beziehungsweise von König Buhu. Er hat uns ja schließlich in diese Schlamassel gebracht. Ja. König Buhu, Luigis allerschlimmster Feind. Und wie kommen wir da jetzt rüber? Ach so. Ich sehe schon wie. Müssen wir einen Umweg machen. Erstmal da nach unten. Oh oh, Buhus. Jetzt kommt es doch wieder zu kämpfen. Na denn? Nehmen wir uns vor. Diesmal nur mit, Mario alleine gegen zwei Buhus, also Mario und Luigi alleine, ohne Paper Mario. Das ist ja klasse, und gleich gegen zwei dieser Papier-Buhus. Und alle gehen sie auf Luigi, verdammt! Achtung jetzt! Das war knapp. Ah, Luigi hat es echt nicht leicht. So. Aber auch zu zweit können sie immer noch solche Attacken ausführen. Ja, ehrlich gesagt, muss ich schon eingestehen, dass wirklich Mario viel zu gehypt wird und Luigi einfach wirklich nur in den Hintergrund gestellt wird. Und das auf Dauer, finde ich wirklich, nicht fair. Also auf Dauer, also ich finde das wirklich nicht fair. Man hat gesehen, was Luigi alles kann. Das war schon wirklich mutig von ihm, im letzten Part. Sich ganz alleine durch den halben Zwichtwald voller Papierbuchus getraut hat. Muss man ihn schon lassen. Luigi wirklich im Allgemeinen ist, ich kann es nicht mehr sagen, ist wirklich ein großartiger Charakter. Es macht ihn wirklich interessanter als Mario. Muss man schon sagen, da ist wirklich Mario schon viel zu overhyped und Luigi ist für mich jetzt underrated. Ja, ich hab's gesagt, alle. Ich hoffe, dass alle Mario, dass ich jetzt keine Hate-Comments von allen Mario-Fans bekomme. Weil ich hoffe, ihr seht meinen Punkt, worauf ich hinaus will. Sollte ich doch vielleicht lieber auch Papier Mario dabei haben, weil er bekommt jetzt keine Erfahrungspunkte und der braucht, und der, glaube ich, muss ja auch, braucht auch noch ein paar Erfahrungspunkte, bevor er im Level aufsteigen kann. So, weg mit dem Papier-Buhus. Die Frage ist nur, wo ist Wickler? Beziehungsweise, kann man ihn noch als Wickler bezeichnen? Er ist ja jetzt ein Schmetterling. Aber müsste er sich nicht immer... Müsste er nicht wieder in seine Heimat zurückgekehrt sein? In den Zwillichtforst hier? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Schon wieder so eine Frage, so eine Geheimnisvollkarte. Am Ende des Let's Plays würde ich wirklich noch auf dem Amiibo-Funktion hoffentlich zugreifen können. So. Langsam aber sicher müssten wir jetzt mal hier fertig sein. Was ist eigentlich jetzt hier? Wo führt das jetzt hin? Oh.
Selbst mit Papier Mario kann ich das noch nicht erreichen. Da müsste ich von der anderen Seite aus die Brücke öffnen, um Abkürzungen erschaffen zu können. Ja, eigentlich müsste ich jetzt südliche Richtung gehen, aber... Also nördlicher. Südlicher, ich voll Depp. Aber ich würde schon sagen, dieser Weg sieht auch interessant aus, aber der ist leider Gottes blockiert. Also, ja, das Spiel zwingt uns jetzt aktuell... Das Spiel zwingt... Das ist jetzt schon erzwungene Linearität. Das Spiel möchte, dass wir jetzt nach oben gehen. Beziehungsweise in nördliche Richtung. Ja, ich habe meine Richtungsdämlichkeit, weil ich meine... Ich weiß ja, wie genau die Himmelsrichtungen ablaufen. Ich frage mich gerade, wann ich für Luigi auch mal wieder eine neue Paar-Attacke bekomme. Ob wir mal hier wieder mal auf Mopsi stoßen, das wäre doch was. Ich hoffe doch sehr, dass wir hier auch wieder auf ihn treffen werden. Ja, weil Luigi braucht auch mal wieder eine neue Paar-Attacke. Wird auch mal Zeit dafür. Wäre ich beinahe zu spät gewesen. Hat gerade auch mal gereicht. Und Tschüsskowski. So. Aber ich weiß nicht, ob ich da lieber nicht hätte warten sollen, bis ich wieder Paper Mario habe, weil da bekommt er die Erfahrungspunkte nicht. Ah, und jetzt kann ich könnte ich den Trio-Bohrer auch gerade brauchen. Na gut, aber hier brauche ich Papier Mario. Also hierfür brauche ich ja Papier Mario nicht. Sieht ganz so aus, als wenn wir zwar hier auf Papier Mario stoßen, aber bestimmt werden wir dort auch jetzt gegen König Buu antreten, denn hier gibt es jetzt. Denn hier gibt es ja auch einen Heilblock. Und den gibt es ja bekanntlich in so manchen Situationen nicht umsonst. Also meistens auch nur dann, wenn etwas Großes bevorsteht. Wie zum Beispiel ein Bosskampf. Na schön, speichern wir das erstmal ab. Der Heilblock verlangt das ja von uns, also los. Na denn... Wo ist er? Hey, wo ist Papier Mario? Was zum Teufel? Ich bin ja im Zielort angelangt, aber hier ist passiert nichts. Wo ist er hin? Ach, Moment. Da gab es ein Rufzeichen. Ist er ein Baum? Da! Da bist du ja! Hallo! Ah, sehr gut. Alle wieder beisammen. Na, dann gehen wir. Nein! Das ist... König Buu! Aha! Dieses Mal habe ich da ausgetrickst. Ja. Hör auf mit den Spielchen, wir wissen, dass du es bist. Du kannst uns nicht mehr austricksen. Was soll es noch werden? Hör auf damit! Ey! Lass das! Lass die Spielchen! Kämpf jetzt gegen uns! Oh je, nur mit Mario und Luigi. Paper Mario fehlt gerade. Oh, okay, da hätte ich jetzt nicht springen dürfen. Okay, nicht springen da. Ach, was zum... Wow! Das war fies. Okay, also jetzt Erfahrungs... Karte aktivieren. Und auch das hier. Weiche den nächsten Attacke aus und vermehrt einen Sternpunkt um 50%. Na gut, dann muss ich jetzt der nächsten Attacke. Muss ich schaffen, der nächsten Attacke auszuweichen. Was lohnt sich jetzt eher? Ich glaube Kanonenkugel stoßen, aber da muss ich gut zielen. Darf es jetzt nicht schief gehen. So. Muss ich nur auf ihn landen. Ah! Mist. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Was? Ruf der Verstärkung.
Nein, er hat Papier, Mario! Seht mal, wenn ich hier habe! Dieser kleine Flacker ist ein Freund von euch, stimmt's? Nun, wenn euch etwas an euren Kuppel liegt, stellt ihr eure Angriffe besser ein. Der benutzt ihn als Schutzschild, dieser Arsch! Nein! Und glaub bloß nicht, ihr könnt dafür meinen kleinen Schergen hier angreifen. Wir wollen doch nicht, dass ihr euren Kumpan fallen lässt. Ist er so blöd oder tut er nur so? Der gibt uns tatsächlich einen Tipp. Verstanden? Oh, auf die Idee komme ich gerade. Na denn? Weg mit dem Papier-Buhu. So, komm her, Papier-Mario. Ja, jetzt sind wir wieder vereint. Und jetzt kriegst du einen aufs Maul. Oh, oh. Was zum Teufel macht er? Oh, das erinnert mich an... Das ist doch die Attacke des Darkstars. Natürlich. Des Dunkelsterns aus... Ja. Mario & Luigi Abenteuer Bowser. Ha, krass. Okay. Sternpunkte verstärken und jetzt auch die Verteidigung. Weil Luigi hat Verteidigung eingebüßt und jetzt wird es halt, dass wir seine Verteidigung wieder verstärken. So. Okay, und diesmal muss ich das mit den Kanonenkugelstoßen hinbekommen. Um maximalen Schaden auszuteilen. So. Und jetzt! Nein, nicht ganz. Ich habe praktisch damit jetzt nur einen Schlag verpasst. Na gut, aber dann stecke ich halt jetzt eben meine Angriffskraft. So, und jetzt aber volle Power mit Flattercopter. Zum Glück ist die macht die Krone nicht zu einem stacheligen Gegner. Ach Mist. Hm, reicht es trotzdem noch? Ich hoffe es. So, und dann hoffentlich kann Papier Mario mit einem Trio-Shuriken zeigen. Ja, er kann Trio-Shuriken angreifen. Okay, das war jetzt exzellent, aber nicht so stark, wie ich vermutet habe. Der hat anscheinend eine ziemlich gute Verteidigung. Oh, oh. Okay, was jetzt? Okay. Oh. Okay, den müssen wir attackieren hier. Ah! Hahaha, perfekt. Jawolski! Angriff, Abwehr, gelungen. Nice! Voller Erfolg, wir mussten also nur sein Maul beschießen. Bloß gut, dass, damit wir sein Maul verstopfen und er sich mit seinem Feuerball attackieren kann. Bloß gut, dass Paper Mario dadurch unbeschadet geblieben ist. So. Trio Shuriken! Full Power! So. Okay, und los. Konzentration. So. Ach, Mist. Okay, gerade noch erwischt. So, und jetzt Super Shuriken. Wird dazu zwar kein Perfekt, aber ich möchte dafür darauf achten, dass ich möglichst viel Schaden zufügen kann. Yes! Alle haben sich überschnitten. Das müsste doch auch einiges an Schaden geben. Ja, 242, gar nicht schlecht. Nein, nicht schon wieder! Was soll das? Kommt wieder der Angriff, ne? Hahaha. Eins. Zwei. Okay, immer mit 2 Sekunden. Jetzt wird er aggro. Ach, Mann. Na schön. Ach so, es geht nur für... Obwohl, ich kann ihn doch auch damit Schaden zufügen, ne? So. So war es ja. Verstanden, obwohl ich meine Stimme oben habe. Nun, da hat sie immer was passiert. Ey! Nein!
Gib mir wieder zurück, du Spast! Na, warte. Das wirst du mir büßen. Voll drauf, yeah! So, bring ihn her, damit ich jetzt diesen Buhu... Papiergegner. Das gilt also jetzt nicht für ihn. Hoffentlich. So. Hoffentlich kann ich ihn jetzt... Nein, was? Hey! Darf ich ihn nur ein einziges Mal attackieren? Na schön. Du willst es wohl nicht anders. Dich können wir auch mit ohne Papier Mario attackieren. So. Vorsicht da unten. Bams. Machen als weniger schon. Ist die Angriffsstärkung schon vorbei? Oh oh. Au, oh Mist. Ich muss merken, wo die Vollballer hingehen. Shit. Aua. Eieieiei. Nein. Hört doch mal damit auf. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Oh Mist. Eins. Zwei. Jetzt habe ich nicht auf den Angriff geachtet. Shit. So. Er ist down? Okay. Dieser letzte Angriff hat den Rest gegeben. So, gib ihn her. Und du verschwinde. Oh, eine neue Hose. Alter. Mario auf Level 32. Und Paper Mario darf jetzt auch endlich mal auf Level 31 aufsteigen. Oh Mann. So, hinfort mit dir. Du hast den echten Paper Mario wiedergefunden. Yes! Juhu, jetzt sind wir alle wieder vollständig. Gut, je schneller wir aus diesem großen Wald herauskommen, umso besser. Lasst uns wie, Flatter machen. Ich bin sicher, sie bringt uns noch einmal zum Spiegelbildschirm. Zum Spiegelbild. Spiegelbildschirm? Was zum... Warum habe ich das jetzt gesagt? Sorry. Spiegelbildberg natürlich. Spiegelbildschirm. Ich... Oh Mann. Na gut. Also Flatter oder wie heißt er jetzt? Oder sie? Ist es eine sie? Weiß nicht. Ist auch egal. Fest steht, wir sind jetzt alle wieder vereint. Und nun? Oh, wir müssen eh in diese Richtung. Aber ich will ja vorher noch was anderes erledigen. Ich muss mich ja noch mit Paper Mario umgucken. Es gibt ja einige Blöcke, die nur er aktivieren kann, welche an denen wir vorbeigekommen sind. Ja, da muss Paper Mario anscheinend hin. Aber zuallererst wollen wir uns noch ein bisschen umgucken mit ihm, ne? Vielleicht ist da hinten noch etwas? Ich müsste alle Gegner jetzt bezwungen haben, ne? Kann ich das auch von hier aus aktivieren? Das hätte ich ja schon von vornherein machen sollen, nicht voll Depp. Ah, Spitze, jetzt habe ich nicht daran gedacht. Ach, da ist einer. So, hier. Gut. Soweit so gut. Na, hoch mit dir. So, da war diese Plattform. Also diese eine Plattform hier. Gut.
Dann mal hier entlang. Oh oh. Buhu. Haben wir den übersehen? Ich dachte, ich hätte alle Gegner auf dem Weg erledigt. Ja, sei es drum. Oh nein, das ist sogar eine Glitzerversion. Oh ja, auf die geht es besonders gut aufzupassen. Und jetzt greifen sogar, der greift sogar zweimal an. Ist klar. Na schön. Zeit wieder alle Kopien zu erstellen. So. Und Bombenderby. Zuerst mal wird der damit der Monty down gemacht. Achso, werden eh beide angegriffen. Gut zu wissen. Ja, leider leben beide noch. Die Kugel hat ihnen auch nicht den Rest gegeben. Zu dumm. Na schön, Brossblume. Das müsste zumindest dem Monty den Rest geben. So. Aber der ist noch am Leben. Oh oh, jetzt kommt der Hammerangriff. Wie soll ich darauf reagieren? Ach du Scheiße! Das ist kein einfacher Angriff. Na toll, es geht schon wieder los. Nein. Wow. Nein! Das ist echt ein echtes Problem, dass die zweimal angreifen können. Ja, diese Angriffe muss ich... Elgos, doch... Ja, verdammt nochmal! Das ging auch wieder brutal in die Hose. Bam. Das muss aber jetzt die Brustblume wieder... Nein, der Muschelbohrer, der ist ja besser für geeignet. Für die Situation hier. Komm schon, lass mal sie den Daumen machen. Jawoll! Schon wieder eine geheime Karte. Sehr gut. Und jetzt ein Level Up für Luigi. Ja! Yes, Mann. So. Das ist jetzt ein Job für Paper Mario. Ultra Pilze. Oh! Ich hätte beinahe vergessen, ich habe noch was bekommen. So, was war das doch mal? Eine Reflexhose plus. Hm. Erhöht deine Verteidigung beim Abwehrreflex. Nicht. Den Kack brauche ich doch nicht. Hm. Das macht dann Luigi schneller. Moment. Oh. Energiehose. Hm. Gibt der Sternpunkt, dass du Schaden leidest? Nope. Oh, doch. Was? Habe ich den Reißwurfhammer? Achso. Ich habe die Reißwurfschuhe gehabt, aber den Reißwurfhammer habe ich noch nicht. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, passt schon. Na, wenigstens. Haben wir das jetzt. Frage ist, wen gebe ich jetzt diese eine Hose hier? Reflexhose plus. Gebe ich sie einfach Mario. Okay. Er ist ja immerhin der Schnellste und das soll auch so bleiben. So. Was zum... Da drüben war ich auch noch gar nicht. Ja, stimmt. Ich musste da einiges überspringen. Das ist einer dieser Gebiete, bei denen sich Luigi da ganz alleine durchschlagen musste. Auf Zeit. Ja, ja. Das muss er ihm schon lassen. Da hat er schon wirklich was geleistet. Der gute Luigi. Dafür sollte man den Respekt zollen. Mann, wie ich schwitze extremst. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt nicht mit Facecam spiele, weil ich sehe übel aus.
So. Gut. Abgewehrt. Und... Würde ich so einen Trio-Attacker einsetzen? Ja, komm, Trio-Squash. Oha. Ein schöner Haufen. So. Ah, Mist. Verdrückt. Ach. Das ging ja extremst in die Hose. So, aber konnte wenigstens damit jetzt beide erledigen. So. Get that. So. Wo gab's denn hier noch einen Block für alleine für Paper Mario? Ich weiß, dass es noch einen irgendwo gab. Bloß wo? Wo? Oh, Moment. Das hatten wir auch noch gar nicht. So. Ein paar Böhnchen. Also ein paar Bohnen Ehren kann man nicht verwehren. Ach. So. Schon wieder zwei von denen. Diesen Sprungangriff, den... Der ist eigentlich, ich wollte schon sagen, der ist machbar. Und kaum sage ich das, mache ich da schon wieder einen Fehler. Das können wir ja nicht anders von mir. Ach, das... Ja. Was zur Hölle? Ach. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Konnte ich das jetzt nur so wieder mit Paper Mario vermasseln? Kaum habe ich gesagt, er ist wirklich machbar, das Sprung ausweichen, und schon geht alles wieder den Bach runter. Schon fail ich dabei extremst. Typisches Beispiel von typisches Beispiel von, man sollte die Klappe nicht so weit aufreißen. Ach, ei. So. Geisterkeks. Ich würde schon sagen, dass es vielleicht wieder eine Karte wird, aber nee. Das ist immer noch zu. Was heißt, komm ich jetzt etwa nicht mehr zurück, oder was? Ach nee, aber da war doch noch, oder? Ich glaube, da war doch noch ein Block. Wie soll ich denn da jetzt wieder zurückkommen? Wollt ihr mich veräppeln? Wollt ihr jetzt ernsthaft sagen, dass ich gezwungen bin, weiterzugehen? Dass ich hier nicht mehr rauskomme? Oder kann ich hier durch? Nee, was? Na schön, dann ist halt das Backtracking zu Ende. Dann können wir halt jetzt unseren Weg fortsetzen. Fein, wenn das Spiel das so möchte, dann tue ich das halt. Dann tue ich halt das, was das Spiel von mir verlangt. Und mache da weiter, wenn ich erstmal... Wie komme ich da jetzt hin? Was sind diese Fragezeichenblöcke? Was zum... Ich glaube, da komme ich nur hin, wenn ich diese eine Spinnen... Ich glaube, den Weg kann ich nur öffnen, wenn ich jetzt diese Spinnen... Diese Spinnenweben, diese speziellen... Ach, Mann! Jetzt komm, ich will da hoch. So, wenn ich mit Paper Mario diese speziellen Spinnenweben... auf diese speziellen Spinnen, wie mir drauf trete. Komm, hoch da. Ah.
Das nervt, das nervt. Oder geht es so? Nee, passt schon. So. Haben wir es jetzt endlich? Mann! Nerven, Nerven. Die armen Nerven. Wie sie nerven. Ach. So, sind wir wieder am Zielort angelangt. Aber zuerst sollten wir mal jetzt die Brücke öffnen, um da wenigstens eine Abkürzung zum Halblocker schaffen zu können, wenn ich da wieder zurück möchte. Und... Joink! Passt. So, jetzt sind wir hier fertig. Wir haben genug Backtracking gemacht. Und jetzt wird es Zeit, dass wir herausfinden, was jetzt eigentlich diese Spinnenweben bewirken. Ach ja, da ist ein spezieller Block. Ich vermute mal, der entfernt all die Ranken. Na denn? Betätige ihn mal schnell. Okay, schon von hier. Also hier sind schon mal... Ah! Es entfernt anscheinend jetzt alle Ranken. Na also. So kommen wir doch wieder zurück, ne? Was? Achso. Schon, was ist das für ein Krach? Okay. Jetzt kommen wir voran. Und im nächsten Part werden wir dann unseren Weg durch den neuen Zwielichtforst fortsetzen. Wenn wir dann auch endlich zum Spiegelbildberg gelangen und hat sich auch er verändert, finden wir es dann im nächsten Part heraus. Also, wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, diese bestätigen wir einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush vor der 4GT in einem bis zum nächsten Part von Let's Play. Mario & Luigi 5, Paper Jam Brothers. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.